Deschlaue Bauer, Celestin, war eine Bauer, wo vor Jahren in Kronetal gelebt hat. Er ist schon Steger 10 Jahre tot, aber wie er lebendig wird, hat er viel Steger angestellt. Sein Land hat an der Fasche angefangen und hat sich dadurch einen Bach gezogen, wo in die Gaia Rio gelaufen ist. Demnach hat er sich im Berg raufgezogen bis auf den Himmel. Der Bauer war aber mächtig hinterwärtsig und hat die Leute alle hinergegangen und verloren. Bis seine eigene Frau und seine eigene Familie mussten mit seinen schlauen und unlustigen Steger mitmachen. Seine Frau, die Hedwig, ist so viel mit seinen splinzigen Ausdrücken reingefallen, dass es schlimm wird, eher noch Pagasi dumm machen. Aber es ist alles mir noch passiert. Eine Mitte vor Nacht ist der Celestin heimgekommen, da sah er für die Frau. Glaubst du, Hedwig, dass ich gepackt habe, eine ganze Sackende hinter dem Schweinestall? Ach so, eine Sack was? Du weißt doch was. Nee, wurde es Milchbohne oder nicht? Er antwortet ganz frech. Es wurde ein authentischer Nierschner Sack, ohne Loch ganz, aber nur viel dreckig. Du Hund, Celestin, immer mit deinen Dummheden. Celestin hat sich dann der Panz voll gelacht und hat dann die Frau gesagt, dass wenn er nicht so schlau wird, wäre sie nicht so weit kommen, wie sie am Stehen wäre. Ein Kuss, dann wird nochmal alles gut. Vorne, an der Fasche, hat er dann so einen Dender, wo er von allem, was er verkauft hat. Von Wurse bis Fischwärm bis die größte Fruchtpflanze. Sonders mehr das, hat der Moviment an der Dender dann die ganze Familie angetreibt, zu helfen, was er all bedienen. Celestin hat dann von allem präpariert. Was er gern geschäftelt hat, war sein schlauer Fischwärm. Es hat geheißt, die wäre gelernt gibt für die Fischbeilocker. Und für dieses Probieren hat er die Leute an der Bach die Experienz machen gelassen. Es wird mächtig leicht, wirklich Fisch aus der Bach ziehen. Dann sind die Fischwärme daher verkauft gibt. Aber der Geheimnis war die Bach, wo er zu geschäftelt hat, war die Fisch davon all beisammen losen. Am Ende von der Sonntag wird ein Mann dorthin kommen und wollte 100 Begamotenpflanzen haben und 100 Orangenpflanzen. Was machen? Er hat nur mit 300 Begamotenpflanzen übrig. Da hat er 100 Begamotenpflanzen separiert und noch 100 Pflanzen von demselben Begamotentyp und sagt für den Mann, es wäre Orangenpflanze. Der Mann hat gar nichts von Frucht oder Pflanze gekannt. Da hat er alles auf der Auto geladen, bezahlt und ist zufrieden fort. Celestin ward froh mit seinem Schlaugeschäft. 3 Jahre demnach ist derselbe Mann an die Tender nochmal durchgekommen. Celestin hat er gleich gekannt und an das unverständliche Geschäft gedenkt. Da sah der Mann: Glaubst du mir, dass die Pflanze, wo ich von dir gekauft habe, hat kein Range, gibt nur eine Begamotte? Ach so, meinte Celestin ganz denkig. Ja, und mir mal etwas. Wie weit hast du die Pflanze von sich auseinander gepflanzt? 3 Meter. Ach so, da haben wir einen Fehler, sagt ganz splinzig der Celestin. Die haben sich untereinander vermischt, weil sie zu dicht beisammen gepflanzt sind. Du hast müssen sie 6 Meter aus einer Pflanze, da hast du Orangenpegamode gekriegt. Ha 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 ha!